Hallo deine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Action in unserer Straße bzw. auf dem Nachbargrundstück. Ich war jetzt gerade hinterm Haus mit Gartenarbeiten beschäftigt, als ich einen lauten Knall gehört hatte. Natürlich sofort nach vorne gerannt, um zu schauen, was da passiert ist. Es standen bereits jede Menge Nachbarn rum und dann sah ich dann sofort, was da leider passiert war. Ein LKW wollte retour rausfahren, ist dann aber im Dreck stecken geblieben und dann passiert wirklich das Schlimmste, was passieren konnte. Der LKW ist umgekippt Richtung Mauer. Ja, was muss ich jetzt da machen? Muss ich jetzt da den Bürgermeister anrufen, die Polizei aufbieten oder sogar die Armee? Ich kann euch versprechen, es gibt ein actionreiches Video mit einem Happy End. Bleibt unbedingt dran. Ja, wie ihr selbst sehen könnt, ich hatte schon Angst gehabt um unsere Mauer. Dieser LKW wollte gestern hier rückwärts fahren und ist dann in den Morast eingesunken und schlussendlich wenige Zentimeter über unserer Mauer stehen geblieben. Jetzt habe ich alles versucht, jetzt irgendwie den LKW nach vorne zu fahren oder retour zu fahren, aber der blieb einfach stecken. Jetzt haben sie da kurzerhand so einen Backer aufgeboten, mal schauen, ob der was ausrichten kann. Ja, so ein Ereignis lockt natürlich die ganze Nachbarschaft hierher. Endlich wieder mal Action. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht zu viel Action gibt und unsere Mauer umkippt. Das wäre dann weniger gut. Also aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, da fehlen jetzt noch, ja, was sind das schätzungsweise, 10, 20 Zentimeter. Dann wäre der Lastwagen an unserer Mauer. Jetzt hoffen wir mal, dass sie den so wegkriegen, dass er nicht noch mehr auf die Mauer stürzt. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Handwerker bzw. in dieses Rettungsteam. Wir müssen jetzt auch nicht jetzt irgendwie den Bürgermeister noch aufbieten oder die Polizei. Bei uns wird das noch so geregelt. Ja, das ging schon mal nicht gut. Nächster Versuch. Die Idee mit diesen Stahlseilen ist sicher eine gute Idee, dass man da den LKW ein bisschen sichern kann. Ja, wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn man einen großen Bergungskran hätte und diesen LKW einfach rausheben könnte. Aber jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle haben wir jetzt hier diesen Bagger aufgeboten. Einfach einen großen Sicherheitsabstand einhalten, falls da jetzt irgendein Seil reißt oder sonst was passiert. Ja, es tut sich schon mal was, der Bagger löst sich quasi von der Mauer. Jetzt ist er schon mal so weit weg von der Mauer. Es wird versucht, mit dem LKW wegzufahren. Wird natürlich noch gesichert vom Bagger. Wer sagt's denn? Wunderbar geht alles. Bis jetzt zumindest.
Ich denke mir mal, die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Die müssen sicher ab und zu mal einen LKW irgendwie aus dem Matsch oder aus dem Dreck retten. So wie es ausschaut, kann der LKW immer noch nicht selbstständig fahren. Ist immer noch auf die Hilfe des Backers angewiesen, bis er da mal etwas weiter hinten auf festem Boden kommt. Dann kann er dann selbstständig fahren. Aus der Gefahrenzone rausgehen. Unsere schöne Straße. Ja, leider habe ich vorher das Abladen des Backers verpasst. Ich habe es gar nicht mitbekommen, ich war da hinterm Haus. Aber ich hoffe, ich kann euch noch zeigen, wie dieser Backer danach wieder aufgeladen wird. Es ist immer sehr witzig, das zu sehen. Dann einfach schauen mit dem LKW, dass er da nicht noch die Wasserleitungen umfährt. Aber jetzt sollte eigentlich nicht mehr viel passieren. Wie ihr selbst sehen könnt, der LKW jetzt fest im Boden. Da vorne ist alles asphaltiert oder betoniert, besser gesagt. Da kommt er problemlos wieder raus. Jetzt könnt ihr auch gut sehen, weshalb da der LKW nicht mehr rausgekommen ist. Weiter vorne die Betonplatte, dann das Teil hier. Natürlich einfach erdreich. Das ist ja klar, dass da kein Backer mehr oder kein LKW mehr rauskommt. Sie haben schon davon gesprochen, dass sie hier das Ganze zementieren werden. Dieses Haus haben die Arbeiter nur gemietet. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass da der Hausbesitzer keinen Spaß daran hat. Wenn er dann mal zurückkommt und sieht, dass da der Vorgarten kaputt ist. Aber es läuft hier alles unproblematisch. Sie haben schon gesagt, da wird ein Team vorbeikommen, das Ganze asphaltieren. Das muss ja auf den Weg gehen. Ich glaube, der wird noch weiter gebackert. Das ist natürlich praktisch, wenn man da schon mal einen Backer dabei hat. Wir haben natürlich auch gleich schon die ersten Reparaturarbeiten ausführen. Ja, ich möchte euch bei dieser Gelegenheit noch den LKW zeigen, welcher den Backer angeliefert hat. Auch museumsreifes Stück. Ist nicht mal mehr ersichtlich, was das für eine Marke ist. Der TÜV wird wahrscheinlich auch abgelaufen sein. Wahnsinn. Ja, aber Hauptsache er fährt noch. Ja, klimatisiert wird dieser LKW auch nicht sein, denn es hat gar keine Fenster drinnen. Ich bin eben nachher gespannt, wenn Sie da den Backer aufladen. Es gibt ja da LKWs, wo die Rampe noch weiter nach unten gemacht werden kann. Da können Sie problemlos mit dem Backer drauf fahren. Ja, da heißt es des Öfteren, dass die Teils nicht sauber sind und den ganzen Dreck liegen lassen würden. Das kann man jetzt hier nicht behaupten. Hier wird sogar die Straße gereinigt. Nee.
Das machen sie jetzt extra für mich. Die wissen natürlich, dass sie da gefilmt werden für YouTube. So, der Oldtimer-LKW kommt auch wieder. Der hat schnell gedreht. Jetzt wird es lustig, denn auf diesen kleinen LKW kommt jetzt dieser riesige Bagger drauf. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch sowas noch nie gesehen hat. Ich habe es schon öfters gesehen, aber es ist immer spannend. Dann begreift man auch, weshalb sie einen eher etwas älteren LKW haben. Wenn man das Ganze jetzt mit einem neuen LKW machen würde, wäre es auch nicht besonders toll. Man hat die ganzen Bauarbeiter und Nachbarn zeigen. So, weiter geht's. Wisst ihr, weshalb man keinen neuen LKW verwenden sollte? Einfach hoffen, dass die Achse hält. Ja, liebe Thailand-Freunde, so wird in Thailand ein Bagger aufgeladen. Das Ganze hat jetzt vielleicht 10, 15 Minuten gedauert, schon ist der ganze Spuk wieder vorbei. Alle sind glücklich, wir sind natürlich auch happy. Unsere schöne Mauer steht noch. Ist nichts passiert. Was will man mehr? Ja, ich hoffe, dass euch dieses actionreiche Video gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert doch bitte meinen Kanal. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.